So Leute, ich sag mal Tag 6, ne? Und alles ist anders. Ich kläre euch mal kurz auf. Gehen mal kurz in die andere Richtung, hier in die andere Kameraperspektive. So, ihr seht ja hier, was da los ist, ne? Ich habe jetzt hier schon ein paar Stecker dran gemacht und der Wackelkontakt war immer noch da. Und ich habe auch da nicht mehr das Licht angeschaltet bekommen. Habt ihr ja in den vorigen Videos gesehen. Hat einfach nicht funktioniert. So, dann war die letzte Möglichkeit, ich habe gecheckt, ob die Schalter funktionieren. Ja, die Schalter funktionieren. Und im Endeffekt, was war's? Das Originalkabel vom Schalter hat halt irgendwie einen Fehler. So, wenn ich jetzt hier alles klar mache, seht ihr, Abblendlicht, Fernlicht und natürlich, weil ich jetzt den Schalter schon abgebaut habe, Standlicht. Da ist es. So. Ich habe jetzt eine ganz radikale Maßnahme vor. Ich werde jetzt alle Stecker und alles eliminieren, weil das Kabelchaos kriege ich überhaupt nicht gelöst, wenn ich die Stecker beibehalte. Hier gehen teilweise Kabel von Steckern zu Steckern und irgendwo anders hin. Das funktioniert alles nicht. Und den einzigen Stecker, den ich beibehalten werde, oder die einzigen Stecker, die ich beibehalten werde, ist, ich würde mal sagen, der hier. Natürlich der hier oben am Regler. Der, wo das Blinkrelais drin ist und der für meinen in den Tank gewanderten, Pseudotank gewanderten Warmblinkschalter. Alles andere werde ich jetzt komplett auseinanderpflücken und verlöten, weil das macht einfach anders überhaupt keinen Sinn. Da blickt kein Mensch durch. Na? Das war also der Plan und ich will mal gucken, wie lange das dauert. So, ich hatte natürlich in Vorbereitung, hat mir der Volker aus Nonnweiler, der hat mir auch einen Schaltplan geschickt. Also einen Schaltplan in Anführungsstrichen. Ja, traurigerweise kann man da nicht wirklich viel mit anfangen. Da sind die Steckerbelegungen und wie ja schon in den vorherigen Videos schon ich da deutlich gemacht habe, die Kabel gehen ja alle kreuz und quer und durcheinander. Also irgendeine Farbkodierung ist da nicht wirklich zu erkennen. Deswegen, ich habe eine neue Dose Schlumpfschläuche. Ich habe noch aus meiner Quad-Verkabelung noch ohne Ende Kabel da. Und ich werde jetzt erstmal den, ich sag mal, Kabelbaum von dem Schalter erstmal verlängern. Und ich glaube, dass ich sogar, weil ich nicht schon wieder hier löten will, direkt am Schalter die Kabel anlöten werde. Und dann gucken wir mal, wie es weitergeht. Alter Schwede, ey, das ist echt, wenn du da einmal anfängst, ne, kommst du nicht mehr raus aus der Nummer. Und dann schauen wir mal, dass wir die Kabel dann mal hier, das Ganze mal ein bisschen aufräumen. Ich habe auch noch einen Tipp für Leute, die sich, gehen wir mal hier, die den Roller ganz neu haben. Pass auf, wo habe ich ihn liegen? Hier. Da kann ich euch nur empfehlen, das ist, ich nenne es mal Elektriker, Dichtband oder selbst vulkanisierendes Klebeband. Ich habe leider keine Ahnung, wie das Zeug wirklich heißt. Ich würde jeden empfehlen, der sich so einen Roller holt, nehmt die Stecker hier, umwickelt die damit, damit die wasserdicht sind. Weil das ganze Problem hat damit angefangen, dass sie irgendwo in einem von diesen Steckkontakten Oxidation stattgefunden hat und deswegen hat der ganze Kram angefangen. Und jetzt stehe ich da. Ne? Also, aber wir ziehen das jetzt durch. Ich will jetzt mit der Kiste langsam wieder fahren. Das hat jetzt, die steht jetzt hier schon ungefähr, für euch sind das nur ein paar Tage. Die steht hier schon 2 Monate rum und naja, ab und zu hat man auch keinen Bock, was zu machen. Ne? Weil es halt einfach, ja, keinen Bock macht. Gut, dann wollen wir mal loslegen und mal schauen, wo ich hier am besten anfange. Ich weiß es ehrlich gesagt noch nicht. Ich muss mal schauen, wie ich da jetzt ein System reinkriege. Naja, auf geht's. So, komm, dann packen wir euch mal wieder hier unten hin. Kann man ja mal kurz was sehen. Ach, da.
So, also den behalten wir ja hier. Den Kontakt. Mal Zündung wieder ausschalten. Oh, mal schauen. Gut, was ist denn mit dem hier? Ich glaube, ich fange einfach an, sukzessive Kabel, die wirklich nur einen einzigen Ursprung oder eine Richtung haben, die erstmal zu verbinden. Und ich glaube, ich werde auch wieder anfangen mit Vago-Klemmen, um einfach da möglichst viel Ordnung reinzukriegen. Ich mache jetzt erstmal das hier los, damit ich ein bisschen Luft zum Arbeiten habe. So. Guck mal. Also die schwarzen scheinen alle zusammenzugehören. Das ist ja schon mal gut. Da scheint also schon mal wenigstens da ein Code zu sein, der halbwegs passt. So, die drei. Das sind die von dem Alarm. Auch nicht. Zwei gehen zum Controller. Ja, ich muss halt erst alles mit Vago-Klemmen machen. Das macht sonst überhaupt keinen Sinn. Wo sind meine Vago-Klemmen? Und zwar nehme ich da diese hier. Die sind schön lang. Also längs. Da geht das Kabel nicht um die Ecke rum. So, jetzt bräuchte ich vielleicht mal eine Schere oder einen Seitenschneider. Damit wir ein bisschen was zum Knipsen haben. Na komm. Aber nichts Vernünftiges hier. Und dann werde ich zwischendurch noch ein bisschen was erzählen, wenn mir gerade so weit einfällt. Ja, ich habe nur den einen kleinen jetzt gerade hier. So viel Werkzeug, aber das, was du suchst, ist nicht da. So ist das. Na gut. So, also ich werde jetzt erstmal die Kabel alle verbinden, die wirklich direkt irgendwo anders hingehen. Dann habe ich zum Beispiel, und jedes Mal, wenn ich das verbunden habe, werde ich direkt auch einen Funktionstest machen. Also die beiden sind vom Alarm und die gehen da drauf. Und die werde ich jetzt mal knipsi-bipsi machen und dann verbinden. Eins nach dem anderen. Im Augenblick ist alles voll funktionsfähig. Deswegen will ich da jetzt auch keine großen Experimente machen. Da ist der Abisolierer. Der geneigte Zuhörer oder Zuschauer könnte es natürlich auch sagen: Tja, Olli, hast du schön kaputt repariert, ne? Ja, könnte man sagen. Aber ich bin guten Mutes, dass das Endergebnis gut werden wird. Da haben wir ja schon. Wenn ich jetzt halt erstmal mit den Vago-Klemmen mache, habe ich halt auch einfach die Möglichkeit mal noch ein bisschen das alles zu sortieren, bevor ich jetzt letztendlich dann verlöte. Kabel kürzen, Kabel komplett austauschen, sprich dann verlängern sozusagen. Und das ist jetzt der Plan. Und diesmal werde ich das jetzt nicht einfach mitlaufen lassen, sondern wenn jetzt so Phasen sind, wie jetzt gleich, wenn mir nichts mehr zum Reden einfällt, werde ich dann einfach mal das Ganze ein bisschen fixer laufen lassen, weil es passiert ja nicht wirklich viel jetzt. Ich knipse jetzt halt nur Kabel ab und lege die um. Na, so. Und danach habe ich dann alles gut. Fand ich auf jeden Fall, habe ich auf jeden Fall, als ich die Videos, ach so, als ich die Videos geschnitten hatte, habe ich mir so gedacht, na, könnte für den Zuschauer vielleicht, aber auch nur vielleicht, unter Umständen ein bisschen langweilig werden. Und wenn man auch nicht immer gleich was zu erzählen hat, dann ist das vielleicht nicht ganz so prickelnd. Na, vor allem, wenn das eine Stunde geht. So. Die drei sind okay, schwarz. Also, guck mal. Den schwarzen könnte ich eigentlich direkt da reinmachen bei dem anderen schwarzen.
Und den gelben könnte ich direkt da rein machen. Machen wir einfach mal. Dann schauen wir mal, wo wir da hinkommen. So. Der ist zum Beispiel wieder, der könnte zum Beispiel eine ganze Ecke zu kurz sein hier. Na, schauen wir mal. Schauen wir mal, was denn jetzt daraus so wird. So, der Schwarze geht da auf den Schwarzen. Alter Schwede, das ist ein Chaos hier, ey. Das ist echt unglaublich. Aber ich habe das bei meinem Quad hingekriegt, das neu zu verkabeln. Da hatte ich allerdings einen richtigen Schaltplan. Das war schon mal eine ganze Ecke angenehmer. Und hier, wo es mit dieser doofen Steckerbelegung, hat mir eigentlich nicht viel gebracht, muss ich sagen. Aber trotzdem, danke Volker, dass du mir das Ding geschickt hast. Vielleicht werde ich mir mal die Mühe machen und für die Community den Schaltplan zeichnen. Wenn da Interesse besteht. So. Der rote geht wohin? Ach, der rote geht auf den roten hier. Ja, den muss ich dann probeweise erstmal mit dem, auch mit dem, einfach nur verbinden, dass er erstmal verbunden ist. Ha, ja, mit dem Verbinder einfach mal verbinden, damit er verbunden ist. Ganz große Nummer hier, Olli. Ganz große Nummer. So. Grammatikalisch echt den Hund, den Vogel abgeschossen, den Hund abgeschossen. So. Obwohl, da könnte ich jetzt eigentlich auch einen Dreier nehmen. Das mache ich ja eh auf. Und die werden auf jeden Fall auch verbunden. Machen wir auch. Einen Dreier. Also, wisst, was ich meine, ne? Eine Dreier-Vago-Klemme natürlich. Bin mal gespannt, was da rauskommt jetzt, ey. So. Ich werde natürlich, am Ende werde ich euch das nochmal mit dem, Elektriker-Klebeband mal zeigen. Weil gesagt, ein, zwei Stecker lasse ich wahrscheinlich dran. Ich weiß es noch nicht. Und wenn ich euch nur zu Demonstrationszwecken zeige. Da. Das haben wir schon mal. Was haben wir denn als nächsten hier? Komm, das packen wir mal hier weg. Was ist das hier? Das ist der USB-Anschluss. Okay. Komm, machen wir hier mal ein bisschen Platz. So. Alter, ist das ein Chaos hier, ey. Unglaublich. So, hier seht ihr zum Beispiel die beiden Kabel, das rote und das gelbe, das waren die Schalterkabel Ablendlicht- und Fernblinklichtgeschichte. Die hat nicht funktioniert. Das ist tragisch gewesen. Den Schalter hier, den habe ich auch getestet, der hat auch funktioniert, war alles in Ordnung und es war wirklich nur dieses doofe Kabel. Das war echt, das ist echt ätzend gewesen. So. Komm, dann machen wir die auch noch hier dran. Das Krasse ist halt auch einfach, dass halt von Stecker zu Stecker einfach eine Menge Verbindungen sind, die man einfach viel einfacher erledigen kann. So. So, die Blinker, die lasse ich jetzt erstmal. Das ist ja nur abknipsen und löten. Obwohl, die könnte ich eigentlich auch direkt jetzt dran machen. Dann habe ich das ganze Chaos hier weg. Was haben wir denn hier? Die Kabel sind ja auch lang genug, ey. Ich glaube, ich mache das.
Also schwarz ist der weiße jeweils, ne? Ja. Und gelb ist der andere. Ich mach das. Knips das hier ab. Müssen wir den Schlauch auch noch ein bisschen kürzen hier. Da haben wir wirklich genug Zeug da. Das ist echt mal hier ein bisschen. Das ist echt das Einzige, was ich an den Karren richtig, ich sag euch mal, scheiße finde. Dass sie echt so prutschig verdrahtet sind. Das gefällt mir überhaupt nicht. Also gar nicht. So, was haben wir denn hier jetzt? Das ist der gelbe, kommt dahin. So, der schwarze. Na, ist da der schwarze? Der kommt dahin. Oh, das ist auch so ein Monster-Ding hier. Na komm, das kann ich auch. Der gelbe kommt. Ach, die werden ja bloß anders geschaltet. Da testen wir gleich aber auf jeden Fall nochmal. Dann, so, wo ist er? Da. Das wird gleich auf jeden Fall mal getestet. Na, könnte ruhig ein bisschen länger sein, ne? Könnte ruhig ein bisschen mehr weg. Auch dahin und dahin. Die können doch nicht beide an das gleiche gehen. Das macht da überhaupt keinen Sinn. Dann werden die ja beide immer gleichzeitig geschaltet. Hä? Das ist aber ein bisschen komisch. Ach, das ist vielleicht gar nicht Blinker, das ist jetzt nicht, das ist Bremslicht. Deswegen sind die beide gleich. Das ist Bremslicht für einmal für die linken Bremse und einmal für die rechte Bremse. Deswegen gehen die beide ans gleich, an die gleichen Kontakte dran. Die Blinker sind ja woanders. Dann macht es wieder Sinn. Das ist Bremslicht für Vorder- und für Hinterrad. So, schon wieder zwei Stecker weniger. Na komm, den können wir jetzt auch abmachen hier. Wo ist er? So. Da bin ich mal gespannt, wie ich das gleich geordnet kriege. Ey, das wird auch noch eine spannende Nummer werden. Alle zu ordnen. So, der hier. Oh Gott, ey. Hier ist ein richtig großer Knoten, ey. Der muss erstmal weg, der Knoten.
hier, der ist der andere. Blau, gelb, rot. Die drei waren verantwortlich. Hoffe ich. Nicht, dass ich jetzt ein Kabel hier aus Versehen irgendwo rausgezogen habe. Was ist denn mit dem Blauen hier? Also, jetzt glaube ich, Zeit für den ersten Test nochmal, dass auch noch alles funktioniert. So. Abblendfernlicht. Standlicht. Gut. Blinker. Achso, schalten. Gut. Blinker. Gut. Gut. Warnblink brauchen wir dann nicht testen. So. Was ist mit Gas hier? Gas geht gar nicht. Ah. Ich muss natürlich das Kabel in den Controller stecken, sonst funktioniert natürlich nichts. Das ist doch klar. Manometer, nee, ey. Und manchmal steht man echt daneben. So, 1, 2, 3. Rekuperation funktioniert. Licht funktioniert. Ah, Hupe. Der Hupe geht nicht. Wo ist denn die Hupe? Ist das alles eingesteckt hier? Jo, dann wird der Blaue wohl von der Hupe gewesen sein, ne? Vermute schon mal. Das ist Hupe. Aha, da haben wir einen nämlich aus Versehen gelöst. Das darf natürlich nicht sein. Gut, der muss da dran. Da müssen wir jetzt aber erstmal noch ein bisschen aufräumen hier. Sonst funktioniert alles nicht. Komm, machen wir den Blauen gleich dran. Der wird natürlich später auch noch ausgetauscht. Gut. Au, ist ganz schön laut ohne Tank. So. Also man kann es hier drehen und wenden, wie du willst. Ne? Wenn du einen Knoten wegmachst, hast du direkt den nächsten drin. Da bin ich mal gespannt, wie ich das hier hinkriege, ey. Dass das hier halbwegs entknotet ist. So. Der hier, der geht mir noch. Der ist noch ziemlich verdrallert hier. So, guck mal hier, der. Und da haben wir noch einen, der so komisch ist. Oh, Alter, ist das ein Mist, ey. Das ist gar nicht angenehm hier. Gar nicht. Wie kriege ich denn jetzt das hier vernünftig weg? Ich habe eigentlich nur eine Möglichkeit. Die beiden hier. Die müssen erstmal hier vor. Und zwar ganz vor.
So. Guck mal, der hier. Was ist denn? Können wir den noch ein bisschen ranziehen hier? Das Kabelding. Das ist das. Wo geht denn der hin? Da muss ich mal hier losschrauben, das Ding, wa? Aber da ist ja, oh. Aha, das ist das Steuerkabel hier. Da kann man da bestimmt noch ein paar Zentimeter rausholen. Da geht da bestimmt noch was. Ja, da gehen noch ein paar Zentimeter. Dass wir da noch ein bisschen Kabel gut machen können. Tada! Schon aber wieder ein bisschen Kabel gewonnen. So, wieder ein bisschen Luft. So, jetzt müssen wir natürlich das erstmal hier ein bisschen aufdröseln. Oder die kaputt zu machen. Und auch ohne uns die Finger zu zerschneiden. Ist ja jetzt schon was gewesen. Ein Schlitz. Jawohl. Da haben wir was. So, also den Stecker erstmal ab. Der kommt jetzt auch da dran. Das Käbelchen. So, und die Sache ist halt einfach die, was soll an den Dingern kaputt gehen? Da ist ja nichts Mechanisches. Also sehe ich da überhaupt kein Problem, da die Dinger fest zu verlöten. Dann habe ich da auch null Stress mit Feuchtigkeit. Wo ist das Käbelchen? Da. Ist noch nicht abisoliert, ne? Nee. Und ich glaube, das ist den Aufwand wert. Auch wenn ich jetzt da ein paar Umwege für gegangen bin. Und vielleicht, wenn ich das alles vernünftig sortiert habe, wird es dann auch sehr einfach, da mal einen Schaltplan zu zeichnen. Der auch mal ein bisschen Sinn ergibt. So, was ist mit denen hier? Ach, guck mal, die sind ja direkt. Schauen wir mal, ziehen wir den nochmal hier raus. Das sind nämlich die zwei Kontakte für die Blinker. Die gehen auch hier drauf. Guck mal, die sind sogar lang genug. Das heißt, die können wir auch direkt verbinden. Ich muss auch mal schauen, ob ich vielleicht noch eine Verbindungstechnik finde, die vielleicht noch ein bisschen eleganter als Löten ist. Ach, das ist der Alarm hier. Den können wir ja dann gerne auch mal von hinten kommen lassen. Aber im Augenblick ist erstmal wichtig, dass ich erstmal hier ein bisschen Ordnung reinkriege. So. Das ist, was ist das hier? Achso, das ist der Alarm. So, gut, das Kabel machen wir ganz zum Schluss hier. Oh, den habe ich jetzt auch vergessen. Blinkrelais.
Haben wir fast vergessen, ist nämlich auch rausgegangen hier. Kommt nämlich auch bei dem Weißen rein. Ja, das ist auch so ein Ding. Guck mal, da kommt das Kabel hier an und der Blaue geht auf den Weißen. Hätte man das nicht alles so machen können, dass das schön Ton in Tönchen ist? Hier habe ich auch... Ja, okay, das sind jetzt nicht wirklich schwarze. Das ist doch echt traurig, oder? Ich meine, an der Farbe des Kabels soll es doch wirklich nicht scheitern. So, was haben wir jetzt hier noch? Hier haben wir... Das ist einer von den Blinkern. Weg damit. Bin übrigens nicht sicher, ob ich das... Nein, ich bin mir eigentlich sogar ziemlich sicher, dass ich das jetzt nicht fertig kriege. Aber zumindest möchte ich jetzt in diesem Teil wenigstens schon mal die ganzen doofen Stecker eliminieren, die ich nicht brauche. Und das ist... Das muss wahrscheinlich bleiben. Ja. So. Ach, wo ist denn der andere Blinker? Den können wir da auch schon mal machen. Hier, das Ding kann auch weg. Ich hätte das von vornherein machen sollen, die ganzen Stecker eliminieren. Hätte ich mir die Kohle für den Steckersatz gespart. Hätte mich ein bisschen Lötzinn gekostet. Und das wäre es gewesen. Und natürlich ein bisschen Arbeit, ist klar, ne? So, jetzt könnte man anfangen, von dem großen Stecker hier mal so ein paar Dinger wegzunehmen. Das sind alles sehr kleine Kabel. Hier geht zum Beispiel wieder ein weißes Kabel auf blau. Was soll das? Und die Sache ist auch die, ich habe das gemerkt, als ich hier, ich habe ja den gleichen Multifunktionsschalter auch an mein Lastenrad dran gebaut, wo ich ja auch eine Blinkanlage dran gemacht habe. Und exakt baugleich. Ja, aber die Farben von den Kabeln komplett verschieben. So, der blaue ist jetzt schon mal erledigt. Den knipsen wir mal ab, dass ich nicht wieder glaube, ich habe den vergessen. So, wo geht der gelbe hin? Der gelbe geht... Ne, der gelbe ist der, ne? Der gelbe geht dahin. Oh Gott, ey. Okay, kommt der gelbe dahin. Gelbe auch weg. Was ist mit dem? Der geht da drauf. Okay, das ist ja easy. Macht die Sache auch schon mal ein bisschen entspannter. Und vielleicht sieht danach die Verdrahtung sogar richtig sauber aus. Das wäre doch schön, oder? Das wäre mal eine coole Nummer. Welcher ist das hier? Der. Oh, weg damit, ey. Oh, wieder ein Knoten weg. Komm, abknipsen. Ich knipse jetzt hier nur ab, damit ich mich nicht wieder vertue. So, hier ist ein roter, der auf den weißen geht. Alter Schwede, ey. Also da hätten sie echt mal... Das verstehe ich nicht. Das soll... So, das ist der Weiße hier. Und dann geht gleich, das geht auch gleichzeitig ein Anhalt fürs Licht. Das ist Plus, glaube ich, ne? Wenn ich mich nicht ganz vertue. So. So, was haben wir jetzt noch?
Jetzt haben wir noch zwei, die zum Hauptcontroller gehen. Na gut, dann soll es so sein. Der geht auf den. So. Schub, schub, schubidu. Ich meine, mir ist natürlich vollkommen klar, dass das natürlich alles Zeit- und Geldgründe hat, warum es so gemacht wird. Aber dass man die Farbcodes nicht durchzieht, das ist schon Knaller. So. Und der letzte geht auch zusammen da drauf. Also das ist ein bisschen, das ist tragisch eigentlich. Eigentlich ist das tragisch. Ja. Ja, und ich denke mal, wenn ich an dem, was mir jetzt gerade so einfällt, dann ist ja quasi jetzt fast wie Livestream. Nur, dass ich jetzt hier keinen habe, dass ich jetzt hier keinen Rechner habe, wo ich zum Beispiel FAQs beantworten könnte oder. Und ich überlege, ich werde wahrscheinlich, oder höchstwahrscheinlich sogar, an dem 6.0er auch eine ähnliche Aktion machen. Und ich denke, da werde ich mir mal überlegen, ob ich da nicht sowas mit streammäßig mache. So, guck mal, der hier. Das ist, glaube ich, so der letzte jetzt, ne? Der von den Steggern ist. Ich muss mal hier die beiden, die drei hier abklemmen. Oder die beiden, die verwirren mich. Oh, was haben wir denn hier? Das ist alles vom Controller zu Kabeln im Kabelbaum. Ich mache das trotzdem. Die werden jetzt alle abgeknipst und einzeln verbunden. Und dann können wir das schön sortieren. Und morgen wird das alles schön verlötet. Mit Schrumpfschläufen. Schläufen. Na komm her. Oh. Na, was ist los? Mit Schrumpfschläuchen. Bisschen sortiert die Kabel. Und dann haben wir eine Funktionsgarantie. So, aber ich werde jetzt gleich, ich bin ja jetzt hier gleich in ein paar Minuten, habe ich die Kabel ja so weit von den Steckern befreit, werde ich euch an einem Stecker, den ich hier habe, damit das Video auch noch einen krönenden Abschluss hat, werde ich euch mal demonstrieren, was mit diesem Elektriker-Klebeband wieder funktioniert. Noch ein paar Minuten Geduld. Und dann kriegt er die Info. Jetzt sind nur noch vier Kabel. Na, wo ist er? Da. Jetzt sind es nur noch drei. Ich muss
muss sagen, ich habe mich auch jetzt fast eine Woche davor gedrückt, das zu machen. Wo ist denn jetzt das Kabel, was ich abgeknipst habe hier? Da ist es. Nee, das ist es nicht. Das ist es. Hier ist wieder ein blaues auf ein weißes. Was soll das? Blau auf weiß. Ja, es ist hochdramatisch. Oder abenteuerlich. Kann man nennen, wie man will. Ne? Das heißt, es wird also noch ein Video geben, was dann Tag 7 ist. Aber dann würde ich mal sagen, wisst ihr Bescheid, ne? Dann habt ihr den ganzen Prozess miterlebt. Aha, das gelbe ist ein schwarzes Kabel. Auch nett. Komm, das klipse ich jetzt erstmal an, damit ich das nicht durcheinander bringe. Auch nett. Gelb ist schwarz. Ja, kann man doch drauf kommen, oder? Nicht nur, wenn man Dortmund-Fan ist. Oh, komm, das legen wir mal dahinter, damit die Spannung da rausgeht. Da müssen wir uns dann später überlegen. So, und jetzt das letzte hier. Da ist mal blau-blau. Yay, eine Farbe, die passt. Ist ja unglaublich. Und ich glaube, mit dem Kabel werde ich als erstes anfangen, weil das alles Kabel sind, die direkt auf den Controller gehen. Da kreuzt auch nichts. Und die werde ich dann auch ein bisschen kürzen. Ich bin ein Freund von Kabelkürzen. Ein ganz großer Freund. Unnötige Kabellängen sind mir ein Graus. So. Und dieser Stecker hier, der wird jetzt das Demonstrationsobjekt, damit er aus dem Video noch mal was Schönes mitnimmt. Also, wie ich vorhin schon eingangs gesagt habe, wo ist mein Klebeband? Ist es das hier? Nee, das ist es nicht. Wo habe ich es hingelegt? Ich habe es doch gerade eben gehabt. Ach, hier ist es. So, also. Fühlt sich erstmal an wie ganz normales Klebeband. Ich knipse das jetzt mit der Zange durch, weil ich jetzt nicht weiß, wo die Schere ist. So, da muss man ein bisschen fummeln, dass man diese Schutzfolie abkriegt. Das ist eigentlich das Schwierigste an der ganzen Sache. Vor allem, wenn man, wie ich, so kurz geschnittene Fingernägel hat. Dann funktioniert das nicht so doll. Aber wir kriegen das hin. Na. Dummerweise muss die Folie da drauf sein, weil man sonst, weil das Zeug an sich selber haftet. Oh, Alter, Vorführeffekt, ey. Vorführeffekt. Ich hab's doch schon fast. Ja, 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 da haben wir's so. So, Vorsicht. Nicht, dass das an sich selber haftet. So, das kann man jetzt hier schön ziehen. So. Und dann schön drum wickeln. Immer schön stramm ziehen. Ich habe jetzt ein bisschen kurz gemacht. Na, hätte jetzt ein bisschen mehr sein müssen. Es ist überhaupt kein Problem. Man kann sich dann ein längeres Stück nochmal abschneiden und das dann auch dann da dran packen. Machen wir jetzt auch mal. Wie gesagt, ich mache das nachher wieder ab und werde dann auch die Dinger verlöten. Ich will da keine Stecker mehr haben, außer denen, die notwendig sind.
Jetzt geht natürlich die Zwirbelei wieder los hier. So, und wer es richtig gut machen will, der geht sogar noch zwischen die einzelnen Adern zwischen. Aber da könnte man jetzt zum Beispiel einfach ein bisschen Klebstoff reinmachen, um die Zwischenräume zwischen den Kabeln zu verschließen, dass da wirklich nichts reinkommt. Aber ich denke, das müsste auch so schon gut sein. Na, das mit dieser Folie, ey, das ist echt, das macht echt keinen Spaß, die abzumachen. Ich habe da auch schon einige Tricks versucht, aber um Knibbeln kommt man leider nicht drum rum. So traurig das ist. Aber letzten Endes verliert der Folie doch. Ah, komm her. So. Drum wickeln, immer schön Spannung, Spannung, Spannung. Das kann man schon ziemlich ziehen, das Zeug. Ich werde mal nachfragen bei ein paar Elektrikerfreunden, wie das Zeug jetzt wirklich heißt. Dann werde ich euch da mal einen Link in die Beschreibung packen. Weil das ist eine ganz einfache Sache, auch für den Ungeübten, der nicht an der Elektrik rumschrauben will. Der kann dann, ach komm, ich hole euch mal ein bisschen ran. So, der kann dann auf ganz einfache Art und Weise kann er die Stecker relativ wasserdicht machen. Na, weil hier meine Dichtung hier oben, das mit dem Amaflex-Klebern, das hat ja auch nicht wirklich funktioniert. Da werde ich wieder auf Tesamol zurückgreifen. Habe ich auch schon irgendwo liegen hier. Finde ich jetzt auch gerade nicht. Liegt aber hier irgendwo. Und ja. So. Habe ich jetzt noch irgendwelche Stecker, die ich hier... Nee. So, also die ersten, was ist denn mit den Kabeln hier? Wo gehen die denn überall hin? Da muss man da auch noch ein bisschen aufräumen können. Guck mal, das ist auch furchtbar lang, das Kabel hier. Ach, hier ist ja noch ein Stecker. Das ist der Hauptstecker. Also den werde ich auf jeden Fall auch austauschen. Da sind 4 Kabel kommen an und 2 sind nur angeschlossen. Was ist denn das? Also, das soll mal einer verstehen. Was ist mit den anderen beiden Kabeln? Die sind einfach tot. Also ich glaube, die werde ich dann zurückverfolgen und die werden dann abgeklemmt. Die kommen wahrscheinlich vom Zündschloss her. Das ist einfach der Schalter vom Zündschloss. Gehe ich mal fest von aus. So sieht es auf jeden Fall aus. Guck hier. Das ist der Schlauch hier. Und da kommen auch genau die Farben an. Da werden die beiden Kabel, die nicht gebraucht werden, werden abgeknipst. Also, wenn wir jetzt schon mal dabei sind, ne, dann machen wir das auch richtig. Dann machen wir das auch richtig. Oh, so, was haben wir dann sonst noch hier alles? Guck mal hier, das USB-Ding, da ist auch schon eine Lötstelle wieder bei. Das ist der Zündschlossstecker. Den könnte ich eigentlich... Wo geht denn der hin? Da geht der hin und da. Also komm, den klemme ich jetzt schon ab. So, das ist der schwarze und der rote. So. Genau, der schwarze und der rote. Und der rote geht auf den schwarzen und der schwarze geht auf den roten. Also, alter Schwede, ehrlich, das ist ja echt nicht wahr. Da hätte man den Schwarzen noch nicht auf den Schwarzen gehen lassen können. Aber ist eh egal hier. Nee. Rot-Gelb, Rot-Gelb. Das hätte zum Beispiel mal gepasst. Okay. Der Rote ist der Gelbe, der Schwarze ist der Rote. Alter Schwede, ey. Das ist ja nur ein Schalter. Nee, ist es ja nicht. Es ist echt nicht wahr, ey. So, also, welche beiden sind das?
Schwarz und Rot. Dann muss ich das hier auch noch ein bisschen losmachen, damit ich den Schlauch, den will ich natürlich schon bis in den Schalter reinschieben. Eine Wickelei ist das hier, ey. Aber wenn du einmal anfängst, ne? Wer A sagt, muss auch B sagen. Ach, die alten Karlauer wieder. So. Du gehst jetzt... Nö, du gehst jetzt erstmal gar nicht. Du wirst erstmal rausgezogen. Damit ich nämlich die anderen beiden abknipsen kann. Wo war er? Der gestreifte schwarze und der, was immer das ist, grün oder grau. Die beiden. Die werden erstmal abgeknipst. So, und zwar verschieden lang. Ich werde jetzt noch nicht an den Schlüsselschalter gehen. Den werde ich demnächst mal von oben rausnehmen und dann kann ich die beiden Kabel dann am Schlüsselschalter vernünftig demontieren. Na komm, jetzt geh schon rein da. Was ist denn da? Hä? Da ist eine Klemme dran? Was ist denn da für eine Klemme dran? Wofür soll denn die sein? Oh, ich will jetzt nicht die Lampe abbauen, nur um den Schlauch da reinzumachen. So, haben wir jetzt hier ein bisschen Luft? Na, nicht wirklich. Müssen wir den auf jeden Fall mal ein bisschen... So, wo ist das Gegenstück? Da. Also einmal gelb. Machen wir es einfach mal so hier. Der schwarze war ja der gelbe. Und der andere war hier rot. Oh, rot, rot, rot. Mal gucken, dass wir das so hinkriegen, dass das die Knote rein noch knötiger macht. Ja, wenn keine Batterie dran ist, dann kann er auch nicht funktionieren. Das ist ja mal Fakt. So. Gut. Ich würde sagen, das war's für heute. Ist auch schon schwierig mit dem Sprechen hier. Ich werde jetzt hier noch ein bisschen Kabel sortieren und morgen geht es dann weiter beim nächsten Mal mit dem Löten und da werde ich auch den Baum hier am Taster fertig machen und
Das ganze Steckergesocks kommt alles weg. So, das brauchen wir nicht mehr. Wo habe ich denn den Schalter? Der ist auch da. So, gut. Ich würde sagen, das war's für heute, ne? Also, reingehauen. Nächstes Mal wird fertig gemacht. Tschüssinger.